scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Okay, dann geht's natürlich weiter hier mit dem nächsten Impulsgeber. Und das ist der liebe Karl-Heinz Neukamp, der hier auch öfter schon dabei war bei den Impulsen Tag X. Und Karl-Heinz Neukamp bringt seit über 30 Jahren Erfahrungen mit als Vertriebsleiter, Unternehmensberater und Business Coach. Er steht für gesundes Leistungsklima, Anpassungsfähigkeit und unternehmerischen Erfolg in Krisen. Er inspiriert und begleitet gerne Unternehmer, die für ihren unternehmerischen Erfolg und das leidenschaftliche Engagement der Mitarbeiter etwas tun wollen, um das gemeinsame Ziel, das wir alle haben, zu erreichen. Lebensqualität und Lebenssinn, Entfaltung zur Blüte, Glück und Zufriedenheit. Sein Thema heute: Schlaue Unternehmer lernen Kreativität von Pflanzen und Natur. Mehr Kreativität in nur 3 Schritten mit einer unbekannten Methode für jeden möglich. Profitieren Sie als Unternehmer von motivierten Mitarbeitern spielerisch dazu. Auch in Zeiten von Covid äußerst hilfreich. Lieber Karl-Heinz Neukamp, das Mikrofon und die Bühne gehören dir. Okay, Mikrofon an, Position wechseln, Standing Ovation. Mikrofon an ist und vor allem das Richtige. Wunderbar. Das heißt, ich bin zu hören? Perfekt. Wunderbar. Herzlich willkommen. Natürlich nicht nur alle schlauen Unternehmer, sondern auch die schlauen Angestellten, Führungskräfte, alle schlauen Menschen. Denn ich denke, einfache Methoden, die die Lebensqualität steigern, sind für jeden willkommen. Und für mich ist das Wichtige, Menschen, die gerade irgendwo an der Hürde stehen, blockiert sind, die Kreativität nicht da ist, der Perspektivenwechsel nicht da ist, irgendwas nicht gelingt, ihnen etwas zu zeigen, was ihnen bislang geheim war. Wir Menschen, wir lernen doch alle voneinander. Das ist für uns ganz gewöhnlich. Als Kind lernen wir von den Eltern, später von den Lehrern, von der Umgebung. Wir werden sozialisieren von den Menschen, in deren Umgebung wir aufwachsen. Im Beruf, von Mentoren, von Lehrern, von Trainern. Und wir lernen auch von Pflanzen. Was machen denn Pflanzen? Sie streuen ihre Samen aus und wo auch immer sie hinfallen, sie wissen es vorher nicht. Ist die Erde gut? Ist die Feuchtigkeit passend? Ist das Sonnenlicht ausreichend? Für die Schattenpflanze vielleicht schon zu viel? Benötigt Halbschatten oder wirklich die pralle Sonne, wie der Basilikum, den ich hier auf dem Balkon habe und boah, der sprießt gerade. Wie toll. Die Pflanzen probieren einfach ihr Bestes zu geben. Und es ist auch unseres. Nur manchmal stecken wir Menschen fest. Und wie geht es dann weiter? Was ist, wenn wir was gelernt haben, was uns lehrt, da geht es nicht weiter? Obwohl wir nur nicht wissen, dass es neue Möglichkeiten gibt. Und das ist der Punkt mit der Kreativität. Deshalb beschäftige ich mich heute mit 3 Schritten und habe heute, wie beim letzten Mal, beim Perspektivenwechsel, Zettel dabei, bunte Zettel. Allerdings heute wähle ich die Farbe aus und sage auch was dazu. Die Schritte sind so genial wie einfach und rühren historisch von Walt Disney, der schon in den 40er Jahren mit Bambi fantastische Filme gemacht hat, in einer Technik und in einer Story verpackt, wo Jung und Alt sich ansehen konnten und wo viele Filmemacher jahrelang, jahrzehntelang nicht wussten, wie macht er das. Und dieses Wissen, diese Genialität, die bringe ich heute in 3 Schritten euch ganz nah. Kreativität ist nützlich nicht nur im Umgang mit Kindern. Sie ist gerade jetzt mit Corona in den letzten 2 Jahren ganz wichtig gewesen, um sich umstellen zu können, um neue Ideen zu bekommen, umzusetzen. Von der Idee
Planung, Umsetzung. Und da steht manchmal der Traditionelle im Weg, der, der alles gleich haben möchte, der alles weiterführen möchte. Keine Änderung. Da steht auch der Kritiker. Nein, das kannst du nicht. Und deswegen nehme ich heute für die Kreativität die gelbe Farbe wie die Sonne, wie die Freude. Und das soll jetzt hier eine Glühlampe sein, wie Thomas Edison, der schon angesprochen wurde, mit seinen vielen, vielen Versuchen, aber auch mit der Kreativität, wie Daniel es beschrieben hat. Und dann sage ich mal, da gibt es einen Planer. Und dafür habe ich dieses dabei, dieses 1, 2, 3, 4, so diese Prozesstechnik, dieses oft auch nüchterne Betrachten. Und Blau ist für mich so eine Farbe so wie Bank und nüchtern und Zahlen. Das passt für mich einfach, das Blau. Und ich habe da noch einen dritten Zettel, der jetzt für den Kritiker in uns ist. Und da habe ich jetzt mal drauf geschrieben, nein, nie, oh je, das geht doch nicht, das kann gar nicht sein. Und ob das jetzt eine Elternstimme ist, ob das die Erfahrung in mir ist, die mir ja schon 100-mal gezeigt hat, das geht gar nicht. Oder ob es ein Kollege ist oder irgendeine andere Person, die sagt, ach nee, ich weiß, habe ich schon 10-mal probiert, geht nicht. Aber was ist denn, wenn sich die Zeit ändert, wenn sich das Internet entwickelt? Und mit Corona habe ich festgestellt, haben sich Plattformen für Online-Vorträge so schnell entwickelt, wie ich es früher nie für möglich gehalten hätte. Also es hat plötzlich einen Schub gegeben in eine Richtung. Und wenn wir hier diese Magie dieser Zettel noch nehmen, wie manche im Workshop für Perspektivenwechsel schon kennengelernt haben, wenn wir solche Zettel an den Boden legen, für eine gewisse, ja, jeder erinnert sich vielleicht mal, wenn er ein Kind sieht oder selber Kind war, wie er dann aufgeblüht ist und wie ich hier auch schon in den Vorträgen gehört, ja, voller Ideen und die Danielle, ja, ich wusste gar nicht, was ich machen soll, so viele Ideen hatte ich, bestimmt mache ich ganz viele Dinge. Ja, wenn wir uns in so ein Gefühl bringen, dann kann man das noch verstärken, indem man sich auf so einen Punkt stellt und interessanterweise danach muss ich gar nichts mehr machen, ich stelle mich drauf und die Energie ist da. Und wenn ich diese, wie Walt Disney, die Räume trenne, einen Kreativitätsraum, einen Planungsraum und einen kritischen Überprüfungsraum, so kann ich das mit den Zetteln machen. Einfach Magie. Und wenn ich das nicht weiß und mir die Erfahrung, die Kompetenz fehlt, dann sage ich, ja, mit kleinen Tipps etwas ausprobieren, vielleicht einen kleinen Workshop gratis besuchen und schon erfährst du etwas, wo Magie drin steckt und was du vielseitig nutzen kannst. Und hier haben wir das Umsetzerische, Planerische. Das trenne ich natürlich voneinander. Das lernen wir dann im Workshop, weil das reicht heute die Zeit einfach nicht. Und da können wir dann feststellen, wenn ich das sauber trenne, dann ist auch keine Gefahr, dass ich bei dem Planerischen noch in die Kreativität zurückfalle. Und der hier, der Kritiker, der weiß, er ist wichtig und er kommt noch dran. Denn nur das beruhigt ihn, wenn er nicht das Gefühl hat, übersehen zu werden. Und das ist oft dieses, wir beschäftigen uns damit, der Kritiker, der soll doch wegbleiben. Und damit schicken wir die falsche Energie dahin. Und dann fängt er das Kämpfen an und sagt, nein, ich habe Wert und ich bin wichtig und ich muss da sein. Den hat er auch, aber zu einer späteren Zeit. Und diese drei Schritte, die kostet uns eine Dreiviertelstunde, Stunde, vielleicht etwas mehr, je nach Gruppengröße, können alle online mitmachen, miterleben. Und ob ihre Zettel so aussehen oder es einfach ein Zettel ist, wo ein Wort draufsteht. Wir machen das dann zum Energiepunkt. Und allein das mal zu erleben, wie dieser Schritt auf diesen Energiepunkt, wenn er aufgeladen ist, Wirkung erzeugt, ist phänomenal und nehmen meine Teilnehmer regelmäßig mit in ihr normales Leben hinaus. Und das ist das, was ich wünsche. Dinge leicht machen, einfach machen, die dann die Lebensqualität steigern. Mein Name ist Karl-Heinz Neukamm. Ich widme mich den Themen von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Freue mich auf alle Fragen, die noch kommen.